Ich habe dem richtig gut gegeben eigentlich sogar. Nein. Oh Gott. Ja, einer ist gestorben, ich bin auf halbem Herz, ich bin weg. Nein! Warum war da unsichtbares Feuer? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games of the Hive. Heute spiele ich mal wieder die Map SG1. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass ich SG1 gespielt habe. Das ist auf jeden Fall übelst lange her. Und ja, ich spiele hier, wie ihr es vielleicht schon erkannt habt. Lol, das sieht ja einfach fast aus wie ein Hakenkreuz. Lol. ja, also ich spiele heute mit meinem eigenen Texturenpack mal wieder. Also ich habe mir wieder eins zusammengebastelt, so aus verschiedenen Texturenpacks, die ich gut finde. Und das ist dabei rausgekommen, also es ist, keine Ahnung, ja, ein Fateful Edit quasi. Ich habe leider Redcraft drin, wie ihr vielleicht schon am Gras seht. Das bedeutet, ich darf es nicht zum Download freigeben. Ich sehe es eh schon kommen. Was ist das für ein Texturenpack? Und Eric schickt mir das per Skype und so. Nee, mache ich leider nicht. Aber wenn ihr irgendwelche speziellen Texturen wollt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Flint and Steel oder so, dann kann ich euch natürlich sagen, woraus das kommt, wenn ich es weiß. Ansonsten werde ich vielleicht nachschauen oder so ein ähnliches suchen oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, zum Download gibt es das halt leider nicht, weil wegen Copyright und so. Und ja, so. Was es noch gibt, was ich noch kurz erwähnen wollte eigentlich nur, sind die Kisten. Und zwar sind die Kisten im Moment Ender Chest, also nicht verwundern lassen. Das liegt daran, dass Hive, also Hive hat ja normalerweise diese Crates, also die Kisten sind ja normalerweise auf jeder Seite ein Pistenkopf. Und das wurde mit der 1.8, ich weiß nicht, ob es... Also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber auf jeden Fall seitdem Hive geupdatet hat, funktioniert das nicht mehr richtig. Und also sie kann das irgendwie nicht einstellen oder so, keine Ahnung, oder ob das mit einem Plugin zu tun hat, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall seit der 1.8 kann Hive das irgendwie nicht mehr machen, warum auch immer. Deswegen gibt es jetzt halt Ender Chests, also die wollten zuerst, glaube ich, einen Block nehmen, den es nur in der 1.8 gibt. Aber natürlich kann man auf Hive immer noch mit der 1.7 joinen. Das bedeutet, mit so einem 1.8 Block wäre das natürlich ziemlich dämlich eigentlich. Wenn denen keiner sieht und keiner kann ihn öffnen und so weiter. Deswegen haben sie einfach Ender Chests genommen und also ich für meinen Teil finde es jetzt nicht so mega schlimm. Hier seht ihr übrigens mal den Bogen, den ich richtig kammergeil finde. Ja, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht so mega schlimm. Vor allem finde ich es irgendwie, keine Ahnung, auch ein bisschen paradox und unnötig, dass man an sich andere Blöcke nimmt. Also ich finde die Idee an sich cool, aber Hive macht das ja, glaube ich, soweit ich weiß, damit man halt nicht hacken kann oder halt, also es gibt ja so Hack-Clients oder Mods oder sowas, wo es dann sowas wie Chestfinder gibt und dann sind die Kisten, keine Ahnung, rot oder grün oder was auch immer, gekennzeichnet irgendwie. Und das bedeutet, also dann würde diese Kiste jetzt irgendwie halt hervorstechen und ich würde sie halt instant sehen, so von ganz weit weg und so. Und das wäre dann natürlich ziemlich unfair, wenn die Leute einfach instant die ganzen Kisten sehen und den ganzen guten Stuff bekommen und der will mich zurückroaden, bis sonst geht nicht mehr. Hat der irgendwas, das ich brauchen könnte? Ich glaube auch nicht. Oder? Den Helm? Ich will kein Team, verpiss dich. Ich gehe jetzt einfach meine Route weiter. Oh, das ist. Die Map ist so nervig teilweise wegen dem Wasser einfach. Und ich kann den einfach nicht hitten. Was ist da los? Okay, jetzt habe ich ihn bekommen. Ich habe. Oh, der hat den FNS sogar, cool. Und Diamanten hatte der. Oh, cooler Typ. Und ja, also wie gesagt, also normalerweise hat Hive halt die Crates oder diese Pistendinger nur, damit man halt nicht hacken kann. Aber wenn man schon hackt, da kann man auch noch X-Ray dazu installieren und dann einfach nur Pistons anzeigen lassen und so. Deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen sinnlos. Aber ich finde die Idee an sich ziemlich cool, Pisten als Kisten zu nehmen, einfach nur, weil es was anderes ist. Und ja, irgendwie auf Hive hat man sich halt dran gewöhnt, deswegen wäre es cool, wenn sie das wieder ändern könnten. Oder ich hoffe zumindest, dass sie es ändern werden. Halt, ja, keine Ahnung, weil man sich irgendwie schon dran gewöhnt hat. Deswegen. Ja, ich denke, das wäre auf jeden Fall die beste Variante von allen. Okay, es gibt eigentlich nicht viel mehr andere Varianten. Man könnte natürlich normale Kisten nehmen, aber das wäre dann ja so MCSG-Abklatsch-mäßig. Keine Ahnung, aber naja. Und das, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass ich vor... Warum war der One-Hit? Ist auch egal, der hat viele Pfeile, glaube ich. Okay, vier immerhin. Also, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass ich vor 2, 3 Tagen oder vielleicht auch vor 4 Tagen die 2K geknackt habe. Und da wollte ich mich einfach mal ja, komplett bei euch bedanken für 2000 Abonnenten. Ihr seid die geilsten. Und das sehe ich einfach immer wieder. Und zwar jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, sehe ich einfach Leute, die da Hashtag was auch immer kommentieren. Und ja, keine Ahnung. Es ist einfach so mega cool und das zeigt einfach, was ihr für eine coole Community seid.
Vor allem, also natürlich kommentieren und liken und konstruktive Kritik und so, macht ihr alles, das ist, keine Ahnung, also, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, bei mir, also mir fehlen da immer so die richtigen Worte, also ich bin anscheinend nicht belesen genug, um, keine Ahnung, die richtigen Worte zu finden quasi, aber es ist auf jeden Fall mega cool und ich freue mich da einfach, ich freue mich einfach über jeden Kommentar, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber, also auf YouTube ist es ja so, dass wenn man irgendwie eine Benachrichtigung hat oder so, dann blinkt ja diese orange Lampe. Und ich weiß nicht warum, aber ich feiere das richtig, wenn die blinkt, weil ich dann irgendwie immer sehe, da ist irgendwas und keine Ahnung. Also jedes Mal, wenn ich einen Kommentar bekomme, lese ich das auch. Also meist ist es bei mir so, also ich antworte ja grundsätzlich eigentlich so ziemlich allen Kommentaren, außer es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, wo man jetzt nicht unbedingt antworten muss oder kann auch. Aber ansonsten antworte ich eigentlich allen Kommentaren und ich lese definitiv alle Kommentare, die ich bekomme. Also auch wenn ich den vielleicht nicht antworte oder so, ich lese einfach immer jedes Kommentar von euch. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, werdet ihr das jetzt nicht so wissen, aber ich mache das auf jeden Fall. Und vielleicht, ja, vielleicht könnt ihr es euch schon denken oder so, aber auf jeden Fall, ich kenne euch. Also ich, keine Ahnung, ich sehe euch ja, also wenn ihr echt öfters mal kommentiert unter jedem Video zum Beispiel jetzt so die letzten paar Tage. Der werde ich euch natürlich irgendwann im Gedächtnis haben und jedes Mal, wenn ich euch sehe, so denken, ach, der schon wieder, der guckt es ja immer noch. Oder wenn jemand nicht kommentiert, dann, oh, der hat es heute leider nicht gesehen. Also ich, wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden komplett mit Vor- und Nachnamen und Wohnort kenne und so, aber auf jeden Fall, ich erkenne eure Profilbilder. Ich bin richtig der Stalker. Nein, also, es ist wirklich cool. Jedes Mal, wenn ihr kommentiert, freue ich mich dann Keks drüber. Und ich finde, das sollte auch so sein. Also ich denke, wenn man sich nicht mehr darüber freut, Feedback zu bekommen und Zuschauer zu haben, dann ist es, finde ich, so der Punkt erreicht, an dem man kein YouTube mehr machen sollte. Weil das ist ja quasi eigentlich, dass man halt Kommentare bekommt und Fragen und Feedback und Kritik und sowas alles. Wobei Feedback eigentlich dasselbe ist wie Kritik, aber das müsst ihr ja keinem erzählen. Auf jeden Fall, ja, ich wollte mich halt einfach, ich wollte erstmal einfach nur Danke sagen dafür, dass ihr so geil seid und ja, ihr seid einfach im Vergleich zu anderen Communities, also ihr seid echt mit Abstand die Beste, also. Ja, keine Ahnung, ihr wisst schon, ne? Ich schleim hier gerade wieder nur rum. Aber ja, auf jeden Fall wird es auch Abonnenten-Special geben, natürlich. Also ich habe schon ein paar Ideen für Special, die ich machen werde. Allerdings sind zwei davon noch relativ. Ja, also es dauert halt noch ein bisschen, bis die fertiggestellt sind. Und ja, also wenn ihr jetzt irgendwelche Ideen habt für ein Special, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich würde mich da richtig drüber freuen. Also wie gesagt, ich freue mich ja über alles, so an Kommentaren. Und vor allem jetzt auch, wenn ich mal irgendwie so Fragen habe zum Beispiel. Das fand ich auch einmal, das ist auch so richtig krass gewesen. Also ja, keine Angst, es ist immer krass, wenn ich zum Beispiel in einem Video irgendwas nicht weiß oder euch irgendwas frage, dann kriege ich immer eine Antwort. Zum Beispiel in irgendeiner SG-Folge war ja mal dieser Vogel auf diesen Brücken drauf. Und dann habe ich mich so gefragt, wo kommt der her? Was macht der hier und so? Und dann habe ich einfach von, ich weiß nicht, wie soll ich den Namen sagen? Ich sage einfach den Namen von Befuzal, ja. Also ihr seht auch, ich kenne euch einfach. Der hat mir dann geschrieben, ja, was es mit dem Vogel halt auf sich hat, dass er halt aus Bioshock kommt und was das für eine Geschichte hat und so. Und genau sowas finde ich einfach so mega geil, dass ihr einfach so, keine Ahnung, ihr seid einfach so richtig die geilsten. Ihr seid einfach mit Abstand die geilste Community. Also echt die Communities von Gomme und so, die sind ja. Ja, keine Ahnung. Es sind halt so die Leute, die schreiben, ja, nice Video, cool, coole Folge und sowas. Und ihr schreibt dann einfach so richtig sinnvolle Kommentare und Kritik und es ist, ja, keine Ahnung, es ist einfach richtig krass. Das war doch da gerade auch so das Schwein. Und ja, das wollte ich halt einmal sagen. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen für Zwischen habt, schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Leider gibt es ja natürlich so ein paar Sachen, die ich einfach nicht machen kann, auch wenn ich es wollte. Zum Beispiel, was einfach nicht geht, ist Livestreamen, weil mein Internet ist einfach unglaublich scheiße. Also ich habe eine 6K-Leitung, das Uploaden von Videos dauert so um die 8 Stunden. Das macht keinen Spaß eigentlich. Deswegen, also ich denke, wenn ich Livestream würde, würde es scheiße laggen und dann würde es auch noch in-game für mich laggen. Und das wäre natürlich übelst uncool und ich weiß nicht, ob das dann so Sinn der Sache ist. Und der Typ läuft auf mich zu und hittet mich dabei und tötet mich dabei. Okay. Na gut. Ich meine, habe ich gesagt, dass er mich ein bisschen geraggt hat? Der Missari-K irgendwas. Müssen wir jetzt irgendwas überlegen. Also ich will nicht direkt sagen, dass er hackt, aber okay, vielleicht laggt er auch einfach nur. Ich gehe nochmal drauf. Wie viele Pfeile habe ich? 4. Ich guck mal. Guck, seht ihr das? Ich hitte die Leute immer mit einmal mit der Angel. Dann schlage ich sie. Und
Denn, ja, guck mal hier, ich treffe sie mit der Angel und dann kriege ich den Schlag von denen ab. Das ist richtig uncool eigentlich. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwo durchkomme. Weil ich mag eigentlich SG1 nicht so, weil man am Spawn, wenn man da kämpft und dann irgendwie versucht wegzukommen, dann ist es immer echt schwierig. Gerade weil hier halt so alles so zugewachsen ist quasi. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich den ausschalte, weil das ist jetzt voll die Herausforderung für mich, diesen Noob zu töten. Aber guckt euch das an. Ich treffe ihn einmal mit der Angel, dann trifft er mich und dann treffe ich ihn erst. Ich mache es jetzt mal ohne die Angel. Okay, jetzt habe ich 2 Hits bekommen. Zack. Okay, das war bad, das war bad, das war bad. Egal, ich laufe jetzt einfach auf ihn zu und probiere ihn zu. Okay, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn, okay. Ich weiß gar nicht, warum ich so Probleme hatte, ihn zu töten gerade. Lol. Richtig der Anfänger eigentlich gewesen. Ja, also nochmal zurück zum Thema. Also Livestream zum Beispiel kann ich leider nicht machen und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich einfach nicht machen kann. Zum Beispiel wäre das auch Facecam, weil ich gar keine Kamera habe, mit der ich das. Also ich würde es sonst mit dem Handy machen, aber das wäre übelst ranzig, glaube ich. Also wenn ich jetzt das Handy irgendwie vor mir so liegen hätte, keine Ahnung, das wäre irgendwie uncool. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, schreibt mir auf jeden Fall mal irgendwas in die Kommentare, was man so machen könnte. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, ich habe, also ich sage euch jetzt einfach mal eine Sache und zwar bin ich mir da gar nicht mal so sicher. Und zwar habe ich letztes Mal hier ein FAQ, ein Q&A gemacht, also Fragen und Antworten. Und ich habe mir überlegt, das einfach nochmal zu machen, weil, also nicht nur natürlich, also ich werde natürlich noch andere Sachen machen. Aber an sich finde ich, ist ein Q&A zum Beispiel wöchentlich, wäre es auch cool, weil man halt immer, man kriegt halt jede Woche Fragen und die kann man halt immer beantworten, vor allem weil man auch, ja, jede Woche halt neue Zuschauer bekommt, die dann vielleicht das FAQ zum Beispiel gar nicht gesehen haben, also das Q&A, ich sage immer FAQ. Tut mir leid. Weil das Q&A zum Beispiel haben jetzt wahrscheinlich noch nicht alle gesehen, die mich jetzt abonniert haben. Also es war ja das 1000 Abonnenten-Special und jetzt habe ich schon 2000. Dementsprechend, was? Was? Hä? Lol. Was ist da gerade passiert? Okay. Ich sag mal, das war ein Lag oder so, keine Ahnung. Das ist ja schon wieder. Lol, ich kann die gerade nicht hitten. Okay. Ja, also wie gesagt, also ihr könnt auf jeden Fall zum Beispiel mal schreiben, wie ihr so ein FAQ finden würdet. Ich glaube, der hackt hier, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Es könnte auch sein, dass er nur laggt. Oh Gott, mein Bow-Aim ist so grottig. So, hier kurz das Zeug schnappen. Und dann Feuer hinmachen. Okay, er ist nicht mal reingelaufen. Okay, da ist auch reingelaufen. Okay, er laggt auch, oder? Hä, lagge ich, oder? Weil irgendwie laggen alle im Moment. Okay, vielleicht lagge ich tatsächlich. Na gut, okay, da habe ich jetzt mal guten Hit bekommen. Okay, wieder richtig spannendes Deathmatch, wie immer bei mir. Naja, auf jeden Fall, ja, also Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, dann schreibt mal Hashtag irgendwas in die Kommentare. Also nicht das Wort irgendwas, sondern sucht euch mal wieder irgendwas aus, was ihr gerne mal als Hashtag schreiben wollt. Und ansonsten, wie gesagt, Special-Ideen könnt ihr mir auch super, super gerne schreiben. Und wie ihr zum Beispiel noch ein Q&A finden würdet, das wäre natürlich nicht das einzige Special. Also ich habe schon so ein paar Ideen, was man machen könnte. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr das Video soweit genossen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video und vielleicht auch schon bald bei dem ersten Special. Ich werde, wie gesagt, mehrere machen. Und ja, also nochmal mega danke, 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 danke für die 2000 Abonnenten. Das ist, ihr seid einfach geil. Und ich glaube, das ist jetzt so das beste Schlusswort. Also, ihr seid geil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.